Kinders, willkommen wieder zum neuen Video. Diesmal aber keine Reaction auf einen Song, sondern eher auf Fußball. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel erkannt habt, Ex-Schiedsrichter reagiert. Kurz zu meiner Person, ich war ehemaliger Schiedsrichter in der Bayernliga. Unter anderem habe ich auch gepfiffen für Spiele wie von FC Augsburg oder sonstiges welche. Ich habe die Namen leider vergessen. Schon lange her. War dort eine Zeit lang tätig. Es war noch in der Zeit, wo es noch Bezirksoberliga noch gab. Das gibt es ja schon lange nicht mehr, deswegen. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, habe einige Videos von dieser Best-of-Kreisliga mal gesehen. Und da war kein Schiedsrichter dabei. Und jetzt sehe ich mich verpflichtet. Nein, Schmarrn. Ich guck einfach mal mit meiner Erfahrung noch, die ich noch habe, einfach mal darauf zu reagieren. Wird auch wahrscheinlich sehr witzige Momente sein. Ja. Bevor ich aber noch anfange, ich werde zukünftig jeden Tag ab 20 Uhr ein Video droppen. Das heißt, täglich Material für euch. Ansonsten, wie gehabt, falls irgendwas sein sollte, gibt's mir Bescheid unten in die Kommentare. Lasst mich das wissen. Verbesserungsvorschläge bin ich, wie gesagt, immer noch vollkommen offen. Ja, ich bin voll gespannt. Ist auch nicht unbekannt, Kreisliga Best of. Gab es auch wie Monte oder Unsympathisch, die ja schon alle reagiert haben. Deswegen gehen wir mal mit. Los geht's. Ich hoffe, der Ton passt. Oh. Sowas ist immer scheiße zu sehen. Vor allem, wenn wir als Schiri immer. Egal, wir schauen uns doch kurz weiter an. Ja. Mann, 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 Mann. Ja. Sowas ist unsportlich seinem Vater. Vor allem, da sind noch Familienmitglieder und da kriegt man. Ja, das kommt. Aber was will man erwarten? Das ist halt Kreisliga. Es ist halt. Egal. Ja, weiter. Schiri ist ruhig. Killer. Quatsch noch mit denen, such den Kontakt. Passt. Oh, war nicht gut, war nicht gut, war nicht. Was für ein unglaubliches Tor! Hat er Killer gemacht. Killer. Mein lieber Vater. Schönes Tor? Ah, wir gehen noch weiter. Schubst mich weg, Mann. Aber warte mal kurz, lass mal nochmal. Aber er hat ja noch den Ball berührt. Er hat noch den Ball berührt. Ganz kurz noch wichtig zu sagen: Es kann sein, dass ich auf etwas reagieren werde, auch für die zukünftigen Videos. Habe ich gesagt, ich werde ja noch Fortsetzungen machen, dass ich anders reagiere, also reagiere als der Schiedsrichter dort oder wie es aktuell ist. Weil das Problem ist, was wir als Schiedsrichter mal hatten damals, ist, dass der DFB gefühlt jeden Monat neue Regeln reingeklatscht hat. Das heißt, passiert diese Situation, wird anders entschieden oder es kommen kleine Regeln neu dazu oder whatever. Es gibt jedes Mal verschiedene, wie soll ich sagen, Ausführungen. Also mal so. Oder wie ein Schiedsrichter darauf zu reagieren hat. Das ist einfach nur das Ganze. Deswegen nimmt es mir da nicht übel. Schon lange her, wo ich jetzt Schiri war. Aber. Nein, hau ab! Hau ab! Ran, ran, ran! Sehr schön. Ja, da hat ihn erwischt. Ja. Hey, Eva, bist du bekloppt?
Junge. Kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Ui, was war das jetzt? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, die Perspektive ist halt immer kacke. Man sieht es halt immer nur von der Tribüne. Hat er jetzt rot gegangen? Nein, gelb. Okay, da quatsch ich nochmal. Mit dem Linienrichter. Was macht er jetzt? Nein, gib sie nicht rot. Aber für wen war jetzt die Karte? Für die 19 oder für die 2? Warte mal. Ja, das ja, der andere, wenn er da reinkommt und zum Glück. Also jetzt nicht. Ja, die Werbung. Das, wenn ich es da wegdrücke, das ist halt Werbung von dem Typen halt. Also ich meine, deswegen. Darf ich nicht wundern. Der hält ihn. Ja, ja. Sowas finde ich so erbärmlich, ne? Dass sich jemand fallen lässt, wenn man ihn. Kindergarten. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Kann er gleich Schauspielkurs machen. Schiri nimmt sie zu sich. Passt. Quatsch mit denen. Aber der Neuner sieht es nicht ein. Nee, nee, Körper. Ah. Der hat da hier. Warte mal. Nein. Hätte ich nicht gepfiffen. Das Ball wegschießen ist gelbwert. Das ist gelbwürdig. Ja, das ist gelbwürdig. Wegen Unsportlichkeit. Das ist das Problem, wir sehen halt immer nur die Sicht von der Tribüne. Das heißt, ich kann da jetzt halt nicht exakt sagen, was. Also, ich sehe ja nur Köpfe. Aber von der Reaktion vom ganzen Platz kann man sich denken, was passiert ist. Dass er einfach seinen rechten Fuß von dem blauen Spieler erwischt hat. Und ich bin mir sicher, dass es absichtlich war. Dass der rote Typ da, ich glaube, die Nummer 9 hatte er. Dass er einfach frustriert ist oder irgendwie, keine Ahnung was. Gelb-rot, raus. Jetzt bekommt er gelb-rot. Völlig zurecht. Zurecht, passt perfekt. Hinter mal! Komm weiter, komm weiter! Nichts. Schönacki. Passt. Warte mal. Schönacki! Oh, hey! Ist der Kratis aus! Der kriegt ihn raus, diese Beine. Fuck off, Alter. Ja, macht, was ihr wollt. Wolltest du ihn noch mitnehmen, oder was? Na, rot ist es nicht. Gelb. Schade. Noch einmal. Passt. Alles in Ordnung. Was schalten hier rum? Oh, das haben wir jetzt nicht gesehen, was er gemacht hat. Warte mal, was hat er gemacht?
Warte, warte. Ja, der hat ein Bein gestellt. Gelb. Ja, passt. Passt. Ganz kurz, weil die Leute hier, das ist immer typisch, wenn die Zuschauer rumschreien, wie so. Ja. Machen wir weiter. Oh, war echt ein schönes Tor. André, nice gemacht. Lattentor. Sehr schön. Marco Reus. Ja, ich hab's gesehen, aber ich gehe mal noch kurz zurück. Er versucht zu tricksen, kriegt's nicht hin, also der rote Spieler. Ja, der hat ihn halt mit der. Das Problem ist jetzt dabei, der Schiri steht scheiße. Ja, da steht immens scheiße. Also für diese Situation steht er einfach immens scheiße. Er steht genau hinter ihm, das heißt, er kann nicht sehen, wie er mit seinen Händen, vor allem noch mit der rechten Hand, von dem Spieler jetzt aus gesehen, ihn da reinboxt. Sieht er nicht. Ja, und da haut ihn halt rein. Und das ist typisch. Passiert ein Foul, es wird nicht gepfiffen, rastet der nächste Spieler gleich aus und rennt rein wie so ein Rambock. Er auf jeden Fall gelb. Der andere halt. Ist schon vorbei, ne, die Situation. Was soll der Schiri machen? Wieder die Abwehr. Was, du gibst ihm keine Karte? Ja, ich wollte schon sagen, Alter. Ja, Glück gehabt. Ihr kriegt da sofort rote Zeit. Na, was die rot, was laberst du? Komm, weiter. Ja, er hat ihn mit dem rechten Bein erwischt, auf seinen linken. Oh, Alter, wie viel Werbung willst du noch da reinklatschen? Ein Wichs. Warum? Das ist doch so offensichtlich. Selbst wenn der Schiri da hinten steht, er wird noch wahrscheinlich zwei Assis haben. Das sieht doch ganz Deutschland, was du da treibst. Warum so offen? Mach's doch wenigstens mit bisschen so. So, warte, komm, zieht. Oh, scheiße, er ist schneller. Nein! Warum regt der sich jetzt auf? Offensichtliches Foul. Tor? Oh! Sehr schön. Sehr schönes Tor. Der Mann. Sehr schön. Lauf. Ja, er hat den Spieler erwischt. Er hat noch versucht, noch rüber zu kommen, aber er hat ihn erwischt. Klar. Wenn er schon gelb hat, dann ist Arschkarte. Hat er gelb? Okay, jetzt checkt er natürlich. Er hat gelb? Ja, auf Wiedersehen. Ja. Also, ich verstehe es nicht, wenn ihr doch schon gelb habt, warum dann noch so krass reingehen? Vor allem, der ist immens. Ja, egal. Er hat's verkackt. Das war's schon. Guti. Oder warte, lass mal noch so kurz. Ja. 8 Minuten. Guti. Ich habe jetzt überlegt, noch einen zweiten Teil zu machen, aber den droppe ich dann morgen. Witzige Situationen, vor allem das mit dem Trikot ziehen. Dann mit dem Typen mit gerade eben, er war schon verwarnt.
Also er hat schon die gelbe Karte. Und dann nochmal sowas zu riskieren, ist halt jetzt nicht so das Beste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ab jetzt jeden Tag 20 Uhr lade ich ein neues Video hoch. Und die nächsten werden definitiv auch wieder Reaction auf die Kreisliga Best of sein. Checkt die aus. MAV Kreisliga. Macht schöne Videos. Ansonsten viel Spaß euch noch. Reingehauen.